Herzlich willkommen. Diesmal ein ganz anderes Video von mir. Sonst immer bin ich immer ein bisschen am Aufnehmen. Diesmal was anderes aufnehmen. Ich habe mir aber Ewigkeit mir was angeschafft, aber so wirklich nie richtig dazu gekommen. Ich möchte das euch mal ein bisschen mal zeigen. Ich habe mir was Schönes angeschafft, ist aber schon ein bisschen etwas länger her. Ich habe mir von Kalkoil Collection mir was gekauft. Das ist die Mutzo. Und wir packen das Ding mal aus. Wir gucken das, wie das Ding in Größenverhältnis aussieht, weil wenn man es bestellen tut, ja, sieht das immer so groß aus und so. Dazu kommt bei Mutzo noch das kleine Ding auch noch dazu. Ich versuche mal, wie das mal auszupacken, weil das gehören beide zusammen. Wie man sieht, ist alles auf Japanisch und bin bei einem Wurstfinger, kriege ich das wahrscheinlich leider also wirklich nicht hin. Wir gucken mal, wie die beiden wirklich mal nur im Paket, also mal aus dem Paket aussehen. Und ich versuche irgendwie das Ding irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber naja, ein bisschen einen kleinen Talk nebenbei. Ich habe mir das Ding vor Ewigkeit mal gekauft, aber ich bin nicht dazu, nie dazu gekommen, das Ding wirklich auszupacken. Dazu machen wir es mal auf. Wie man sieht, das Ding ist mir schon etwas angeditscht. Das ist auch schon ein bisschen etwas schon älter. Wie gesagt, wenn man arbeitet, kommt man nie richtig was dazu. So, so sieht das die nette Dame aus. Mit einem kleinen Bauplan dazu noch. Nee, doch, Bauplan ist dazu noch. Wenn man sieht, doch, Fußbein ist auch dabei. Wenn man sieht, hier sind auch noch die Geschütze noch dazu. Wie sieht das alles aus? Wie man sieht, alles auf Japanisch. Ist bisschen tricky, wenn man deswegen nicht die Sprache beherrschen kann, aber wenn man halbwegs Baupläne lesen kann, ist ja schon ganz gut dabei. Wie man niemals vergessen kann, die Dinger sind ganz gut eingepackt. So sieht die nette kleine Dame aus. Wie man sieht, alles schön in Folie, wie sie immer sein sollte. So, diesmal relativ wenig dran, aber der Fuß ist auch noch angeklebt. Ja, irgendwie muss da eine neue Klinge rein. So. Ich klebe das einmal schweinegut zusammen. Ach, so, hier ist der nette Fuß. Und hier ist ja dazu eine nette Dame. Ja, kann man jetzt die Schutzfolie im Co. rausnehmen und kann man einfach so auf den Podest stellen. Aber so einfach geht es ja nicht. Wir wollen ja was bisschen was mehr sehen. Dazu noch packen wir das andere Bauteil noch aus. Was dazu gehört. Das Ding hier wollen wir auch noch dazu bauen. Mal gucken, wie ich das halbwegs zusammendeichsen kann. Wird ziemlich sehr interessant aussehen. Erstmal so. Erstmal Ding hier mal öffnen. Auch so ein, wie man sieht, auch so einen kleinen netten Bauplan. Wie gesagt, leider auch ein bisschen auf Japanisch leider. Ist ein bisschen, ja, wenn man ihn nicht Japanisch kann, ist ein bisschen schwer. Das sieht erstmal ziemlich sehr massiv aus. Mal gucken. Ach du Schande. Okay, das gehört auch noch dazu. Das sieht ziemlich sehr viel nach Papierkram aus. Ja. Das ist ziemlich sehr. Auch die Name. Ach, das sind ja hier ein Rücken noch dazu. Ach Gottchen. Eieieiei. Und das sind die Geschützen. Ja, super. Aha. Noch ein Fuß. Ah, das ist bestimmt ein Fuß dazu. Ach du Schande. Erstmal hier Bauplan angucken. Okay, das noch da. Das sieht ja sehr interessant aus. Ja. Ich glaube, ich tue das nachher irgendwie dran kleben, dass alles so nachher aussieht. Ich denke mal, wird ziemlich sehr fummelarbeitmäßig aus. Ja, aber wie man sieht, sieht das relativ sehr pompös aus. Danke, Handy. So sehen die ganzen Einzelteile aus und der Fuß. Aber irgendwie fehlt bei dem Fuß
Fuß, irgendwie auch weite Details noch. Naja, wie gesagt, ich tue das mal nachher mal erstmal hier zusammenkleben. Ich denke mal, das Zusammenbauen wird immer ein bisschen frickelig. Aber ich mal gucken, wenn ich damit fertig bin, tue ich das mal euch mal danach immer zeigen, wie das alles aussieht. Ich glaube, ihr wollt nicht sehen, wie ich das so krampfhaft zusammenbaue, weil das ziemlich sehr interessant aussieht. Besonders mit der interessanten Sprachzugabe noch. Naja, ich würde sagen, sehen wir bis gleich, wenn ich das Ding komplett aufgebaut habe. Weil das jetzt ziemlich sehr aufwendig aussieht. Wir sagen bis gleich. Ich tue das dann gleich nachher zusammenkleben noch. Sieht das alles komplett so aus. Wir sagen bis gleich, wenn ich das Ding komplett aufgebaut habe. Bis dann. Herzlich willkommen, wir sind wieder zurück. Ich bin mit Aufbau und so weit fertig. Es gibt zwei unterschiedliche Weise, einmal hier oder einmal mit den Geschützen. Das heißt, dieses ganze Aufgebaute hier, könnte man hier drauf zimmern. Oder bei hier, das sind zwei unterschiedliche, das kann man sagen, Podeste. Ich habe mir eher für diese Variante lieber erschienen, weil das sieht so ganz relativ cool aus, wenn jetzt die ganzen Geschütze hier drauf sitzen. Aber persönlich finde ich das so am besten. So, wie kommen wir jetzt langsam mal zu Größenverhältnis, wie groß das Ding hinkommt. Persönlich finde ich das echt relativ gut verarbeitet. Außer das Bauteil ist relativ, für mich mein Geschmack, so ein Bombenfest. Ich kann das Ding noch nicht mal bewegen. Sonst habe ich Angst, irgendwie was abzubrechen. Aber persönlich sieht das Ding sehr, 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 sehr schön aus. Mit dem kleinen Kettenzug habe ich hier rumgemacht, das ist so als kleinen Gimmick. Und das ist die kleine Schrift hier, die Name von dem Chef, die Mutzo. Mutzo ist ja auch bekannt, das Schiff von Wild auf Warship. Und das ist, so sieht die Dame aus, wenn sie weiblich ist. Wir kommen jetzt mal langsam zu Größenverhältnisse. Das Aufbauen war ziemlich sehr kann man sagen, ziemlich interessant. Wie gesagt, das ist ja der Podest für die Geschütze. Ich habe hier sind auch noch die Bauteile dazu, aber ich habe es lieber für diese Variante entschieden. Diese Variante packe ich lieber als meine Seite, wenn ich doch mal Lust habe, das Geschütz mal da oben drauf zu packen. Wenn man sieht, alles ist relativ ziemlich sehr pompös. Mir ist schon aufgefallen, dass das Zusammenbauen, ist aber hier passt es, aber hier, wenn man sieht, hier passt es leider wirklich fast gar nicht. Hier ist so eine größere Lücke und die Dame ist schon komplett auf einem Podest schon drauf. Ich glaube, da hat ein paar Millimeter gefehlt eben bei den Guss noch, aber sie hängt ja richtig baumfest auf dem Boden. So, wir kommen ja langsam mal zu größeren Verhältnissen. Wie groß ist das ganze Apparatur und wie hoch? Ich habe einen netten Maßband gefunden, also habe ich so irgendwo rausgekramt, irgendwoher. So, wir kommen mal zu größeren Verhältnissen, wenn sie komplett aufgebaut ist. Wir nehmen mal von oben, von hier aus, von dem Schützen aus, sind wir hier mit insgesamt 20 cm und von der Höhe aus sind wir bei 26. Kann man sagen, relativ angenehme Größe. Aber ich würde sagen, für angenehme Größe ist das sehr angenehm. Es gibt ja für Küchen sehr etwas kleiner, aber für meine Verhältnisse ist das ziemlich angenehm. 20 cm breit und 26 cm hoch. Insgesamt war es ziemlich interessant. Ich gucke mal für euch, wenn ihr das interessiert seid, so eine für Küchen zu haben. Ich gucke für euch extra bei bis Netz, wo man die Figürchen relativ günstig bekommt. Ich habe das ja von die Gamescom habe ich die mir gekauft, ja. Ich bin nie dazu gekommen, das Ding richtig aufzubauen. Jetzt habe ich mir dazu gekommen. Das Aufbauen ist das so, könnte man nebenbei machen. Lass mich ein bisschen Zeit, ein bisschen Bauplan, ein bisschen studieren, ja. Weil ich habe meine Lehrzeit ein bisschen mit technischen Zeichen zu tun gehabt. Und ich lasse mir ein bisschen Zeit, wie man hin und her bauen kann. Wie gesagt, ich gucke wenn ihr das haben wollt, gucke ich extra im Netz mal und versuche irgendwie das günstige Preis irgendwie rauszukriegen. Falls ich nichts gefunden habe, seid nicht ein bisschen traurig, aber welche Figürchen in so großen Verhältnissen sind, glaube ich, fangen schon über 100 Euro schon an, weil wenn man sieht, das ist relativ sehr gut hochwertig verarbeitet. Ich habe hier noch ein paar Figürchen noch, was ich euch auch noch zeigen kann. Die zeige ich nach und nach, zeige ich mal ein bisschen, wie die aussehen. Und noch nie mal quatschen. Insgesamt sieht das ziemlich sehr interessant aus. Die packe ich hier irgendwo in eine schöne Ecke. Von hinten sieht das auch relativ ziemlich sehr gut aus. Auch mit der Kante hier oben.
Details. Ich finde auch, mit Figürchen ist Japan relativ sehr gut dabei. Verarbeitungsmäßig bin ich sehr zufrieden. Viele Bauteile, ich hab schon ein paar Dinge schon zusammengeschustert schon. Viele Bauteile finde ich persönlich ziemlich sehr bombenfest. Besonders das Teil, das ist so bombenfest, das kriege ich überhaupt gar nicht bewegt. Ich habe Angst, irgendwie was da wegzubrechen, weil ich bin ein Gruppenmechaniker und mir fällt irgendwas ab. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, ich habe hier den Kettenzug hier rüber gemacht. Ich habe auch so andere Figürchen. Ich habe die Prinz Eugen. Die Prinz Eugen halten muss man das Geschütz oder Sekundäre hier in Handfläche reinfummeln. Weil sowas finde ich immer ein bisschen so, könnte eventuell was wegbrechen, trotzdem das relativ hochwertig gut verarbeitet ist. Es kann immer wenn doch mal passieren, was wegbrecht. So, mal so ein kleines Fazit. So, wie man sieht, kann man alles runter, kann man das auch hier ein bisschen. Ja, doch. Ah, doch, passt doch. Muss mal ein bisschen runter machen nur. Doch. Na, ein bisschen Quatsch erzählt. Passt schon. Muss mal ein bisschen runter machen. Alles klar. Egal. Aber trotzdem, ein bisschen wackelig, aber passt schon. Für den Schrank ist das schon ganz okay. Ah ja, wir haben einfach ein bisschen Blödsinn erzählt. Kann man das nicht ein bisschen runtersetzen. Naja. Aber wie gesagt, mit das hier, das Reimfimmel, so welche bestimmte kleine Gimmicks ist ein bisschen immer so. Ah, naja. So. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schönen Osterferien noch. Und mal gucken, wie gesagt, ich gucke für euch extra, wo diese nette Dame relativ wo günstig wegkriegt. Meistens findbar bei eBay. Wenn ihr so mal sowas gerne, sag mal, wenn ihr sowas so sagt, boah, ich will das nicht mehr, vergesst nicht, die ganze Verpackungsmaterial bitte aufbewahren, weil der meistens besser, wenn der neue Besitzer, wenn ihr das nicht mehr haben wollt oder besondere andere Gründe oder Freunde mit das sowas nicht mehr sehen. Seid notgedrungen, wie doch das Ding wegzugeben. Vergesst nicht bitte nicht, die Verpackung alles aufzubewahren, weil es meistens besser für den neuen Besitzer lieber alles original zu haben. Ist meistens so ein bisschen komisch, wer sagt, ich habe die Verpackung nicht mehr, ich habe gar nichts mehr. Sieht immer ein bisschen so mäßig immer aus. Ich sag mal, ich bin einer, ich behalte die ganze Verpackung, falls doch mal das wegkommen sollte leider oder wenn ich andere besondere Gründe, ist meistens besser doch lieber das Verpackungsmaterial aufzubewahren. Wie gesagt, wünsche euch noch schönen Tag noch, schönen Abend noch. Ich habe noch ein paar für euch noch, ein bisschen was zu zeigen. Wir sagen, wünsche euch noch schönen Tag noch. Wie gesagt, noch schöne Osterferien. Wir anfangen ein bisschen, was ihr gesagt habt, das passt nicht. Das war Quatsch von mir. Brauche ich jetzt nur ein bisschen runterziehen. Naja, wir sagen, wie gesagt, haut rein. Bis das nächste Mal.